Softliner. Jetzt stehen wir hier mit der Dagmar, unsere liebe Architektin für unseren Büroumbau. Und ja, Dagmar, so lieb und stell uns mal das Konzept vor. Der eine Bauabschnitt, wie wir ihn hier sehen, der wird sogar Ende Juni bzw. Anfang Juli fertiggestellt. Dann kommt der größere Bauabschnitt, der Bauabschnitt B. Der wird dann von Juli bis September fertiggestellt und dann der kleine, der letzte Bauabschnitt, der wird dann bis Dezember fertiggestellt werden. Und dann habt ihr ab 2020 eure neuen Räumlichkeiten. Wir haben ein ziemlich außergewöhnliches Bodenkonzept. Hier insgesamt 9 oder 10 unterschiedliche Bodenbelege. Das übergreifende Thema für Softline war ja auch das Grenzen verwischen. Also das ist einmal diese grünen Bodenbelege, die finden wir auch in dem Grundriss wieder. Das sind unsere grünen Oasen. Neben dem neuen Wandanstrich haben wir natürlich partiell Bereiche, die wir ausgestalten. Wir haben den Empfangsbereich, den wir mit dieser Riemchenwand ausgestalten. Dann haben wir diese Akustikplatten, die wir einsetzen, zum Beispiel in dieser Besprechungsbox hier an der Stelle. Diese lustigen Bubbles hier, was ist das? Genau, diese lustigen Bubbles, die aus Filz hergestellt sind und auch die haben eine akustische Wirksamkeit. Die werden wir auch im Townhall-Bereich als Logo, also als Nachahmung des Logos sozusagen nochmal installieren an der Wand. Dann ganz vielen Dank und wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Projekt mit euch. Es macht sehr viel Spaß. Ja, danke. Hi Guido. Hi. Was ist Design to Sense? Wer ist Design to Sense? Wir kümmern uns eigentlich um die Schnittstelle zwischen Architektur und Innenarchitektur zu Teams. Also uns ist ganz wichtig, wir nennen uns ja auch die Arbeitsweltverbesserer, dass wir es hinkriegen, mit den Leuten sozusagen gemeinsam die Räume zu entwickeln. Es ist ja nicht unser Büro, sondern es ist euer Büro. Deshalb ist uns ganz wichtig, dass wir, wie in eurem Fall, euch helfen, Büros zu machen, in die ihr morgens gerne kommt. So einer der Kernsätze bei uns, wir versuchen uns den Anfängergeist immer wieder zu bewahren. Mach jedes Projekt, als wäre es das erste, dann kommen immer schöne Projekte bei raus. Ihr habt dazu ein Konzept, was sich quasi auf eine, ich sag mal, physische Trennung sozusagen dieser Bereiche, der Arbeitsbereiche und so weiter beschreibt. Regeneration, Kommunikation und Konzentration. Ja, das, was wir heute machen, gliedert sich grob in zwei Bereiche. Einmal eine hochkomplexe Konzentration oder eine sehr komplexe Kommunikation. Also hohe Innovationszyklen und irgendwie große Teams, die irgendwas entwickeln müssen, heißt, da müssen sich Leute sehr, sehr gut miteinander verständigen können. Und wichtig ist, das braucht neue Spielregeln. Guido, danke schön. Ja, sehr, sehr gerne. Danke. Danke. Liebe Software, ein ganz besonderer Moment steht euch bevor. Einmal der grüne Bereich, der ist so in den Eckbüros vorgesehen und dieser blau changierende Teppich, blau, grau,
der ist für die Arbeitsbereiche vorgesehen. Einmal nach rechts schwenken. Dort oben, ihr könnt ahnen, was es ist. Klimageräte, ganz viele. Die Wandfarbe, ich finde, Palazzo klingt schon ganz toll und sieht auch ganz, ganz toll aus. Nicht einfach nur noch weiß. Lampenschienen. Da werden noch die Lampen angebracht, sodass man die Lampen individuell verschieben kann, je nachdem, wie wir die Arbeitsplätze versetzen. Dort vorne nämlich die Eingangstür. Hier ist noch ein Bestattungsraum. Da kommen noch Glasfenster rein. Ebenso hier. Sieht man auch wieder oben schön. Alles Glas. Mit schön Hälse. Hier geht es in den sanitären Bereich. Hier ist der Umkleidebereich, wo noch eine Bank reinkommt für die Dusche. Die Dusche kommt hier rein. Damit wir, wenn wir wieder sportlich aktiv waren, uns auch erfrischen können. Vorne kommt dann der Empfangsbereich, wo dann die Kassen erstmal sitzen können. Bis wir dann alle zurückziehen und den letzten. Sitzend beschäftigen uns mit Inneneinrichtung jeglicher Art. Das heißt, wir haben eine Innenarchitektin, wir haben einige Tischler, wir haben Büroleute, Designer sozusagen, die sich mit jeglichen Arten von Raumgestaltung, Raumstrukturen beschäftigen. Wir planen das Ganze zuvor in 3D oder auch in VR und können das dann schlussendlich auch so einrichten. Als nächstes gucken wir uns einfach mal das an, was ihr für uns geplant habt und schauen mal rüber an den Laptop. So machen wir das. In dem oberen Bereich, in dem aktuellen Bauabschnitt, uns ja für das Thema Sand, für das Thema so ein bisschen Kostüm, was hier soll das gut sein, viel Holz und so weiter entschieden. Was habt denn ihr uns als Vorschlag gemacht, an Möbeln, die so gut reinpassen können? Das Ganze naturbelassen, sowohl farblich als auch von den Materialien herzunehmen. Wir haben uns für einen Echtholztisch entschieden. Bildschirmen zu finden ist, ja, Kunststoffstühle, die einfach auch eine funktionale Komponente mitbringen für einen Meetingbereich, wo es verschiedene Farben gibt bei dem Hersteller. Das heißt, wir haben uns für das Grau, für das Gelb und für das Blau entschieden.